Egoismus zu tun, als wir Christen in der Lebensleistung senden. Oder wir haben es damit zu tun, dass Gott irreführende Begrifflichkeiten geprägt werden, die eine Lohnuntergrenze, die aber nichts zu tun hat mit einem sprechenden und gesetzlichen Menschen. Wir waren es, liebe Genossen und Genossen, die in den 70er Jahren das Aufstiegsversprechen einlösten, dass es den Kindern einmal besser gehen sollte als den Eltern. Wir waren es, die in diesen 70er Jahren die Mitbestimmung in Deutschland ausgebaut haben und insbesondere die Selbstbestimmung von Frauen bei Schwangerschaften durch die Reform des § 218. Es war die deutsche Sozialdemokratie. Zeit von Kohl entgegengewirkt haben.